Dieser Podcast hier handelt von WAG, beziehungsweise eher noch von WAGnet. Jeder weiß, was WAG ist. Ich sag's einfach dennoch mal ganz geschwind. WAG ist eben das Mittel, das bisherige Mittel, das Valve genutzt hat, um Cheatern den Chaos zu machen. Nur ist WAG eben nicht imstande, alles Mögliche und auch vor allem neuere Dinge zu erkennen. Das gefällt sehr vielen Leuten nicht, weil sich dann eben dadurch auch viel mehr Cheater rumdrücken können, die gar nicht oder erst spät erkannt werden. Valve arbeitet deswegen seit einiger Zeit bereits an WAGnet. WAGnet ist ein Deep Learning Programm, das CSGO von Cheatern mehr oder weniger fast komplett befreien soll. Davor aber noch ganz kurz ein Mini-Einschub. Einige von euch haben mir jetzt mitgeteilt, dass Valve wohl auch wieder auf Hardware-Bans zurückgreift. Die wurden früher ab und an gedrückt. Ich weiß nicht, ob es da eine gewisse Schwere geben musste im Vergehen, weil so ein Hardware-Bann halt schon echt krass ist, wobei es natürlich an sich jedem Cheater zusteht, Hardware gebannt zu werden. Das bedeutet, dass der Cheater sich nicht einfach jetzt CSGO neue oder einen neuen Steam-Account holen kann, so wie es bei einem Steam-ID-Bann der Fall ist, sondern er muss eine neue Maschine holen, also einen neuen Computer. Er muss auf einem anderen Computer weiter cheaten. Das heißt natürlich für alle Cheater, dass es dann wirklich ans Eingemachte geht, sobald das zur Normalität werden würde und einfach alle Cheater einen Hardware-Bann bekommen würden. Ich weiß nicht, ob WAG diese Hardware-Bans jetzt ausstellt oder die von WAGnet kommen oder dann von Valve, selbst wenn sie sich den Fall nochmal anschauen, keine Ahnung. Aber es scheint wohl wieder im Kommen zu sein. Und das wäre natürlich eine wunderbare Herangehensweise gegen Cheater. So, kommen wir nun aber zu WAGnet. Also WAGnet ist ein Deep-Learning-Programm, das eben, ja, Cheater den Chaos machen soll. Deep-Learning heißt, dass das Programm sich anlernen muss, dass das Programm lernen kann und auch lernt, was Cheats sind und wie sie funktionieren. Der offensichtliche Nachteil daran ist die Zeit, also es dauert einfach. Das Programm muss sehr, sehr lange lernen, welches Verhalten Cheat ist und welches Verhalten nicht, weil sobald dieses WAGnet dann freigelassen wird und das ist zum Beispiel nicht ausgelernt, dann kann es oder könnte es passieren, dass einfach irgendwelche Legends gebannt werden, weil sie so ähnlich wie ein Cheat spielen. Darum muss es sehr, sehr lange ganz genau analysieren, wie das aussieht, wenn jemand cheatet. Das Gute daran ist, dass alle möglichen Cheats irgendeine Signatur haben. Irgendwas haben sie. Die Algorithmen und so weiter und so fort haben immer irgendeinen Punkt, der verrät, dass es ein Cheat ist. Spiele, die mit Cheats spielen, spielen anders als Spieler ohne Cheats. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Wallhack nehmen. Jemand, der mit Wallhack spielt, spielt nicht so, schaut sich nicht so um wie jemand, der keinen Wallhack hat. Und diese Sachen lernt WAGnet. Das heißt, egal was es ist, Wallhack, JumpScript, Spinbot, Triggerbot, Aimbot oder sonst was, diese ganzen Cheats werden gebastelt und wenn das Programm ausgelernt ist, sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, wie lange WAGnet jetzt schon angeschaltet ist, beziehungsweise lernt, also mitlernt, aber es schaut schon eine ganze Weile parallel zu und nutzt vor allem dafür das Overwatch-Programm. Darum ist es sehr wichtig, dass wir alle schön aktiv am Overwatch-Programm teilnehmen und immer mal wieder ein paar Overwatches machen, um der ganzen Sache unter die Arme zu greifen. WAGnet schaut sich also, so wie Overwatch-Nutzer eben auch, ein paar Ausschnitte des Spiels an, also diese 8 Runden, die es, glaube ich, immer sind, und entscheidet dann, wer cheatet oder wer nicht cheatet. Ich habe diesbezüglich auf verschiedenen Seiten auch noch ein paar Zahlen gefunden, die eben diese Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent angeben, also wie erfolgreich die normalen Overwatcher, also die menschlichen Overwatcher sind. Also sprich bereits vom Report der Spieler bis hin dann zur Verurteilung. Und diese Zahlen gibt es auch für WAGnet selbst. Also bei den Menschen liegt der prozentuale Anteil bei ungefähr 15-30% Korrektheit. Was uns natürlich zeigt, dass extrem viele Leute fucking Dirm sind und ständig halt Leute reporten, die gar nicht cheaten. Das drückt natürlich diesen Wert nach unten. WAGnet hingegen hat bei seinen Testläufen 80-95% Treffsicherheit. Das heißt, WAGnet erkennt einen Cheater, überprüft das nochmal, gibt dann auch diesen Fall nochmal an Menschen weiter und der Mensch verurteilt dann auch und sagt, ja, der cheatet. Und da liegt WAGnet sehr, sehr weit vorne, weil es eben natürlich auch viel genauer gucken kann und eben auch nicht gefühlsgetrieben reportet. Ja? WAGnet reportet Cheater und nicht Leute, die besser sind als man selbst. Das ist ein Riesenpunkt, WAGnet wurde bereits auch einige Male freigelassen, in Anführungsstrichelchen, auf die Community, also wirklich angeschaltet und es hat den kompletten Zugang bekommen, und eben auch die Rechte, Leute dann scheinbar auch direkt zu bannen. Und soweit ich weiß, sind beim letzten Mal, das war im November, das habe ich jetzt gerade nicht direkt vorliegen, aber ich habe es gerade vor kurzem wieder gesehen, es hat im Oktober oder November nochmal eine richtig dicke Siegesbilanz gehabt. Es hat innerhalb von 2 Tagen, in denen es an war, 90.000 Cheater gebannt. Und von diesen Zahlen kriegt man natürlich schon rote Ohren. Das hört sich sehr, sehr angenehm an.
So, wartet mal, ich habe jetzt extra noch mal kurz für euch geguckt bei Heise Online hier. SteamDB listet für Mittwoch 28.465 und für Donnerstag 61.465 Bannungen auf. Das ist deutlich mehr als sonst. Bislang lag die Anzahl täglicher Bans durch WAG bei etwa 1.300. Da SteamDB nicht jedes Profil überprüft, könnte die Zahl der betroffenen Steam-Konten noch deutlich höher ausfallen. Ob Valve die gestartete Großoffensive gegen Cheater fortsetzen wird, ist derzeit noch ungewiss. Das haben sie da in dem Fall nicht gemacht, weil das System noch nicht ausgelernt ist. Die Angst ist natürlich groß, dass WAGnet angeschaltet wird, also für immer autonom läuft und dann eben auch sehr viele Legit Boys bannt. Ja, weil es noch nicht ausgelernt hat, weil es noch nicht genau weiß, was, wie und warum. Und darum ist es eben auch noch nicht angeschaltet. Man muss sich ja wirklich ganz sicher sein, dass es nicht jemanden nur wegbannt, weil er halt gerade einen guten Lauf hat oder ein bisschen blöd durch die Wände guckt. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das darf nicht passieren. Und was dieser Lernerei logischerweise entgegenkommt, ist, wenn es sehr viele Daten gibt, die WAGnet sich anschauen kann, von denen WAGnet lernen kann. Und ich habe es zwar im letzten Podcast schon genannt, aber ich sage es ja einfach nochmal. Wenn man das im Kopf hat, macht es natürlich Sinn, dass man CSGO geöffnet hat, dass man die Schleusen geöffnet hat für alle. Dass man sagt, hey, kommt alle mal ran, ja, Cheater sowie Nicht-Cheater und haut euch mal ordentlich die Köpfe ein. Denn so kann WAGnet viel mehr in deutlich kürzerer Zeit lernen. Falls das stimmt, also falls das so geplant war, wäre es ganz nett gewesen von Valve, hätten sie im Vorfeld sowas gesagt wie, hey Leute, übrigens, wir haben da was Kleines vor. Damit man so ein bisschen vorbereitet ist, ja, und nicht dieses, oh nein, das Spiel ist kostenlos und alles ist scheiße und bla bla bla, hat. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich denke, dass man nie zu 100% cheatfrei sein kann in dem gesamten Spiel, weil Cheats sich halt eben auch immer wieder verändern. Selbst mit einem autonomen Deep Learning Programm ist es, glaube ich, nicht möglich, dass man halt alle entfernt. Aber wenn man eben von diesen 100% der Cheater 98% entfernt, dann ist es, denke ich, schon mehr als genug. Also deutlich mehr als genug. Ich lasse mich dann natürlich gerne noch eines Besseren belehren. Vielleicht denke ich auch nur so, weil ich halt dann doch nicht tief genug in der Materie drin bin. Also ich weiß nicht zu 100%, was WAGnet alles kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn halt ein komplett neuer Cheat kommt, der ganz anders funktioniert wie alle Cheats, die jemals erschienen sind, dass es dann schwierig wird. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch nicht lange schwierig, denn dieses spezielle Verhalten kann man dann extra anlernen wiederum und ja, in einer extra Instanz. Und diese Instanz lässt man natürlich erstmal nicht autonom laufen, sondern die lernt und zack, dann wird es hinzugeschaltet, wie nochmal ein kleines Extrahirn und schon ist der neue Cheat auch genudelt. Aber diese hauptsächlichen Cheats, die es auf dem Markt gibt, die werden alle weg sein. Also ich denke, dass es wahrscheinlich mindestens 95% der Cheater klatscht. Und das auch recht schnell. Und wenn dazu dann auch jedes Mal ein Hardware-Ban rausgehauen wird, dann bleiben die auch weg. Zum Schluss der ganzen Geschichte speichere ich noch eine Sache aus, die ich auch schon diverse Male geschrieben habe, aber ich glaube noch nie in einem Podcast angesprochen habe. Und zwar, WAGnet hin oder her, alle Cheater weg, hin oder her. Ihr habt ja die prozentualen Zahlen vom Overwatch mitbekommen, ne? Dass es so 15-30% sind, die richtig liegen, also Reports, die richtig reported wurden und der Rest ist falsch. Also man kann sehr stark davon ausgehen, dass es nach wie vor mindestens 70% der Reports, die es früher immer gab, mit Cheatern, nach wie vor geben wird. Weil die Leute einfach sind, wie sie sind. Ihr wisst, was ich meine. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Das wird es auch dann geben, wenn WAGnet mal richtig läuft und man eigentlich weiß, dass keine Cheater da sein können. Es wird trotzdem so sein. In allen möglichen Ligen, in denen ich schon gespielt habe, ja auch in bezahlten Face-It-Ligen, heißt es, der hickt. Natürlich nicht so sehr wie jetzt im normalen Matchmaking, weil man ja auch einfach eigentlich weiß, dass da höchstwahrscheinlich keine Cheater drin sind, weil ein externes Anti-Cheat an ist, weil man eine bezahlte Liga hat und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, wie die Leute sind. Wenn man zu hart drückt, gibt es immer wieder Menschen, und die wird es auch immer wieder geben, die glauben, dass es nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Da muss sich dann eher noch die Community ein bisschen ändern, als jetzt Anti-Cheat und Co. Ja, soweit so gut. Ich bin natürlich wie immer sehr daran interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Wir lesen uns dann in den Kommentaren und hören und sehen uns im nächsten Video. Achso, ja, Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Nicht vergessen, gell? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.